denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe, der Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie an meinem Wort festgehalten haben, werden sie auch an eurem Wort festhalten. Dieses Evangelium zum Tag des heiligen Bonifatius, den wir heute begehen, dieses Evangelium ist für Bonifatius, für sein Leben, für sein Wirken zu einem Inhaltsverzeichnis geworden. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Was trägt Jesus uns auf? Er trägt uns auf, sein Wort bekannt zu machen, das Evangelium zu verkünden. Ja, sagen wir das ruhig mit einem etwas in die Jahre gekommenen Wort, das viele heute gar nicht mehr aussprechen wollen. Er trägt uns Mission auf. Das ist der Urimpuls dieses Benediktiners aus England, der diesen Impuls der wandernden irischen Mönche aufnehmen will, zu gehen und das Evangelium zu verkünden. Er entdeckt seine Kraft zur Predigt. Und er nimmt unterschiedliche Anläufe. Er lässt sich unterstützen und schaut sich das ab, was Willibrord dort gemacht hat. Er ist mehrfach bei ihm in Utrecht. Und er lernt wohl auch, dass es wichtig ist, einen Rückhalt zu haben. Deshalb gibt es in der Mission des Bonifatius bestimmte Kennzeichen, die für uns auch heute noch wichtig sein können. Das Erste, er geht nicht aufs Geratewohl los, sondern er hat einen Hintergrund. Er hat eine Ausbildung genossen. Man kann nicht einfach drauf los verkündigen. Man braucht immer einen Hintergrund. Man braucht eine Prägung, die er als Mönch genossen hat. Und dann hat er festgestellt, dass das hier ein merkwürdiges Land ist. Wer wollte das bis heute bestreiten? Da haben alle etwas zu sagen. Wir sprechen heute von einer föderalen Prägung. Das hat sich damals schon ausgedrückt. Ob links oder rechts der Mosel oder des Rheins, große Unterschiede, fast unvergleichlich. Willibrord wird ihm davon ein Lied gesungen haben. Er braucht also eine übergeordnete Instanz, die er aufsucht, wofür er bis heute von manchen verspottet wird. Er hält sich ganz stark an den römischen Stuhl, also an den Papst. Und er erlebt in seiner Lebenszeit unterschiedliche Päpste. Solche, etwa Gregor II., den zunächst als Priester, als Missionar losschickt und ihm Empfehlungsschreiben mitgibt. Ein anderer, der ihn zum Bischof weiht und ihn schließlich zum Erzbischof, zum Legaten hier macht. Unabhängig von den lokalen Prälaten. Das ist die einzige Chance, die er hat. Denn nachdem wir hier in diesem Teil Deutschlands etwas stolz sind bis heute, dass wir zur ehemaligen gallischen Kirchenprovinz gehörten und dass schon zu römischen Zeiten hier der Glaube gelebt wurde, hat es eine ziemliche Dekadenz in den nächsten 500 Jahren gegeben. Verkommener Klerus, Glaubensschwund. Ich bin nicht sicher, ob wir Parallelen zu heute ohne weiteres ziehen können. Aber so ganz weit hergeholt ist es auch nicht. Deshalb die übergeordnete Instanz mit Durchgriffsrechten, das mögen wir natürlich heute gar nicht. Heute sind wir wieder auf dem Weg, wie in der frühen fränkischen Kirche, die Bonifatius angetroffen hat, indem er hier in unserem Gebiet de facto nichts ausrichten konnte, weil man auf der Eigenständigkeit beharrte, einem antirömischen Effekt, der offenbar sehr langlebig ist, bis auf den heutigen Tag. Aber jenseits des Rheins, wo alles neu war, dort konnte er so missionieren, wie er sich das vorgestellt hat, mit weiteren wichtigen Kriterien, indem er Stützpunkte gebildet hat, geistliche Stützpunkte, die nicht nur sein persönliches Refugium waren, sondern die Missionsstationen waren, die großen Klöster. Als er von Fulda wegzieht, in Köln wollte man ihn nicht haben auf dem Bischofsstuhl, das ist ja auch links des Rheines, also hat er Mainz genommen.
Ist auch nicht so ganz schlecht. Als er von Fulda wegzieht, sind dort 400 Mönche. Ein Refugium, nicht nur für ihn persönlich, sondern das ausstrahlt in die ganze Gegend. Stationen, Orte des Glaubens, um selber das, was er als Rückhalt empfunden hat, zu leben, zu beten, zu studieren, zu arbeiten, um so das Evangelium verkünden zu können. Diese Missionsstrategie, liebe Schwestern und Brüder, ist nicht in die Jahre gekommen, aber wir sind in der Gefahr, sie zu vergessen. Dass es solche Orte braucht, an denen gebetet, der Glaube vertieft wird und an dem man wirklich auch arbeitet. Das gehört auch dazu. Wenn Menschen, die sich für den Glauben interessieren, sehen, dass dort schöne Reden geschwungen werden und dass man dort duftige, mit viel Weihrauch Liturgien feiert, ist alles schon mal schön. Aber wenn dort nicht gearbeitet wird, liebe Schwestern und Brüder, ist die ganze Kiste unglaubwürdig. Das hat ein Bonifatius gewusst, das wusste ein Willibrord. Man kann das an dem Kloster, wo wir morgen hinfahren, auch wenn es keines mehr ist, leider Gottes, in Echternach besichtigen. Das sind solche Stützpunkte, die wichtig waren, die kulturprägend waren, wie wir das heute sagen. Kultur ist ein schönes Stichwort, finden wir heute noch in den Feuilletons. Aber Kultur ist eine ursprüngliche Sache der Kirche. Und genau aus diesem Dreiklang, Gebet und Liturgie, Studium und Arbeit. Denn bevor man in Bibliotheken sitzen kann und schöne Handschriften macht, die wir heute in den Museen betrachten, muss man zuerst die Wälder roden, um Klöster bauen zu können, um Straßen zu haben, um die Dinge, die wir für die Liturgie brauchen, den Wein oder Öl zumindest hertransportieren zu können oder ihn schließlich anzubauen. Dieses Vorbild des Bonifatius, den wir als Apostel der Deutschen verehren, liebe Schwestern und Brüder, hält sehr zeitgemäße Ratschläge bereit. Und alles das, was wir heute medial groß aufbereiten mit Befragungen und so etwas, es mag alles schön sein, auf jeden Fall ist es teuer. Diese Ratschläge, liebe Schwestern und Brüder, dieses Lebenszeichen und Zeugnis des Bonifatius, der bis zum Ende nicht geruht hat. Einige dachten schon, naja, er wird sich jetzt in Mainz irgendwie zur Ruhe setzen und er hat ja schon auch festgelegt, wo er begraben wird. Nein, er bricht noch einmal auf. Er will den Friesen, an denen sich Willibrord schon die Zähne ausgebissen hat in der Mission, er will doch sehen, ob er denn nicht dort mit dem Evangelium landen kann. Und in den ersten Tagen geht alles gut, bis diese Missionsgruppe am 5. Juni in der Morgenfrühe überfallen wird von einer Horde. Und sie zerstückeln die Missionare. Zuerst das Evangeliar, dann den Schädel des Bonifatius und alles, was dazugehört. Christen sammeln später das Übriggebliebene von diesem Gemetzel ein. Das verehren wir, kann man heute noch in Fulda verehren als Reliquie. Er gibt keine Ruhe, weil das Evangelium uns keine Ruhe lässt, liebe Schwestern und Brüder. Und wir dürfen uns nicht zur Ruhe setzen und denken, es ist ja schön, dass wir Christen sind. Nein, auch wir müssen uns anstrengen, dass diese Kulturlandschaft, die wir nicht politischen Parteien überlassen sollten, dass sie nicht untergeht, sondern immer neu ersteht. Genau durch den Dreiklang, den Bonifatius in dieses Land gesät hat. Gebet und Liturgie, Glaubenswissen und Studium und Arbeit.